Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zur Bewertung von der Serie von Destroy the Postbote. Ja, meine lieben Leute, eventuell muss ich das Ganze ein bisschen hier umstellen und statt Gameplay, weil Gameplay hat es ja nicht sonderlich, den Humor bewerten. Humor. Und mit 10 Punkten, das heißt 5 Punkte geben wir nochmal auf, keine Ahnung, auf keine Ahnung, wir ziehen es einfach ab. So, 95 maximal Punkte, was soll's. Also, Story. Alle drei Staffeln. Also, ja, es ist natürlich jetzt keine bahnbrechende Story, aber es ist einfach nur bekloppt, dumm, aber auch total irgendwie. Ich weiß nicht, das ist einfach so eine Story. Der musste einfach lachen, fand ich. Ist es nicht. Die meisten Fun-Games haben ein Problem, dass halt einfach nicht witzig sind. Aber bei der Story-Postbote muss ich trotzdem irgendwie doch immer mal lachen. Vor allem bei sowas dumm einfach nicht. Ey, voll fett, krass, fett, ey, krass, fett und so. Irgendwie, ich weiß nicht, dass er irgendwie. Das ist einfach nur dumm an sich, aber eigentlich auch irgendwie ein Ding, wo ich lachen muss, Thema zu. Ich weiß nicht wieso, das hat irgendwie bei mir voll gezündet. Und die Story an sich halt eigentlich, dass die Postboten verarscht werden an sich, das Postamt verarscht wird. Ja, wie soll ich das bewerten? Es ist jetzt kein Überflieger, also ist aber auch gar nicht so schlecht. Also, ich würde es eher mit Standard bewerten, 7 von 15 Punkten. Also eigentlich 7,5, aber naja. Die Charaktere, ja. Natürlich jetzt nicht unbedingt so tief oder so, entwickeln daraus nicht sonderlich. Es sind halt irgendwelche lustigen Charaktere. Wir haben Pete, der Standards Epigimic halt ist an sich eigentlich gut und halt wir halt die Welt retten und so. Dann haben wir Geria, wir haben Cherry, wir haben Paper Pete, wir haben Plop. Auch mal eine originelle Idee. Auch mal eine originelle Idee, auch ein Drachen, also Nachname und ein Plop. Ein Schleim als Charaktere zu nehmen. Da muss halt mal jemand drauf kommen. Gut, hier Paper Girl will das Vieh halt, die Tosse hieß, die hat mich total genervt mit ihren komischen ständigen Fragen da. Dann hat man natürlich noch Evil, der dann gestorben ist. Einfach nur eine Folge lang da war und dann war er weg. Und ansonsten, ja. Die Charaktere waren eigentlich so ziemlich verstanden, würde ich sagen. Also 7 Punkte haben sie sich jetzt nicht sonderlich entwickelt oder so. Grafisch, naja. Ich muss anerkennen, dass es zwar Paint-Sachen gewesen, aber ich meine, damals, glaube ich, gab es noch gar nicht die Möglichkeiten, so großartig zu zeichnen und wahrscheinlich hatte er auch gar nicht die Fähigkeiten dazu. Aber dass allein schon wirklich Edits gemacht worden sind und eigene Bildchen reingemacht worden sind, vor allem und die Openings und so, und dass das da selber gemacht worden ist, das muss ich schon anerkennen, also. Es ist aber jetzt nicht, das Mapping war, naja, habe ich jetzt sagen, eher so Standard 5 von 10 Punkten. Technik, Standard 5 von 10 Punkten. Es gab keine besonderen Gameplay-Mechanismen oder so, es lief alles. Das Kampfsystem war Standard, noch nicht mal mit irgendwelchen Skills, außer Paper Peter, den konnte ich mal benutzen, weil ich heilen musste. Das war es dann auch schon, Atmosphäre, hätte ich hier eigentlich den Humor. Oder nee, das war einfach so. Atmosphäre war eigentlich. Also, ich musste schon. Das Humor muss ich das dann bewerten. Atmosphäre. Keine Ahnung. Also, es war schon. Also, ich habe mich schon ziemlich auf das Spiel konzentriert und habe auch mitgefiebert teilweise. Es war jetzt nicht über die ganze Story und so, aber irgendwie war das doch. Doch so, dass man irgendwie das doch teilweise spannend war. Also da will ich schon 7 von 10 Punkten geben. Musik. Ja, die Musik war sowieso toll, weil natürlich das erste Opening hat mir jetzt nicht so gefallen, was da kam, weil dieses Main Opening mit dem dieses Englische, aber dann das von Weißkreuz war cool und das Ending ja sowieso von DBZ. Und die Musik zwischendurch hier, die Musik, wenn die in das erzählt wird, dass in der Folge passiert war, das ist glaube ich auch von DBZ gewesen. Dann war One Piece mit dabei, ganz viele andere Musik mit dabei, also musiktechnisch war schon ziemlich gut gewesen. Und vor allem ich kann mich immer noch, auch nach Jahren, als ich das damals gespielt habe, diese
dieses Theme, was ist in der letzten Folge passiert, das ist mir so in den Kopf hängen geblieben, als ich das erste Mal bei DBZ gehört habe oder erst gehört habe, wo das wirklich herstammt, habe ich gedacht, wow, das kam daraus, und da kann ich nicht erinnern, das kam doch in, ja, ihr wisst, was ich meine. Also es war auch Musik, die mir im Kopf hängen geblieben ist. Es war nicht wirklich, ja doch, war eigentlich schon noch ganz okay Musik, also ich würde sagen 12 von 15 Punkten. Humor. Waren jetzt zwar nicht unbedingt alle Gags, haben jetzt nicht unbedingt gezündet bei mir, aber Schuckram irgendwie hat immer gezündet bei mir, da musste ich immer lachen irgendwie, komischerweise bei seinem komischen Fett. Und nicht immer, aber sehr oft muss ich da lachen. Nachher aber war sowieso total cool, den fand ich irgendwie mit einem Geisten. Dann Cherry war irgendwie jetzt in den ersten beiden Staffeln irgendwie auch nur so da. Die hat irgendwie kaum was gesagt. Hat keine nicht so große Witze gerissen. Also ich würde sagen, immer eigentlich ein überdurchschnittlicher Humor. 7 von 10 Punkten. Umfang. Ja, mit 3 Stunden. Ja gut. Ist okay. Ist eigentlich eine Folge geht so in der Regel bis zu 20 Minuten. Ist eigentlich ganz okay gewesen. Ist eigentlich ziemlicher Standard, würde ich sagen, 6 von 10 Punkten. Gesamt. Gucken wir mal, wie das jetzt rauskommt. Da muss ich jetzt wieder mit Prozente rechnen. 7 plus 7 plus 5 plus 5 plus 7 plus 12 plus 7 plus 6. 56 von 95. Also das heißt Prozente 56 mal 100 durch 95. Gibt. Entschuldigung, aufstoßen 58,9, also 8, würde ich sagen 59%. Mal aufrunden, 59%. Also Durchschnitt, so fast überdurchschnittlich Spiel. Also nicht ganz so schlecht. Die drei Teile da. Gut, Leute. Das war die Bewertung. Die werden ja auch immer relativ kurz, aber so ein kurzer Spiel muss ich dir großartig erzählen. Nun ja, und meine Bewertungen sind sowieso immer relativ kurz, weil ich mir das folgendes auch alles nicht aufschreibe. Ich mache das frei aus dem Bauch heraus, nicht für Scheißra, der da auch noch mit richtig mit alles professionell macht. Nee, da bin ich nicht der Mensch dafür. Ich kann auch nicht so gut schneiden, von daher, ich mache das dann einfach frei auch raus. Was soll's. Nun gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich werde jetzt 18 Uhr, ja, ich habe noch eine Stunde, nehme ich noch eine Stunde alte Macht auf. Mal sehen, welcher Teil es eigentlich drankommt nach dem zweiten. Wo ihr das, glaube ich, noch gar nicht seht. Ich weiß gar nicht, ob alte Macht zuerst kommt oder erst das Leute Postbote gerade. Egal. Und Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen, Leute, auf Wiedersehen.